Olaf Henning ist wieder da. Der sympathische Schlagersänger präsentiert derzeit sein neues Album, Alles, was ich immer wollte. Mit dem neuen Album dreht Henning seine Musikrichtung. Er will mit den neuen Songs dem Schlager ein neues Gesicht geben und kreiert somit ab sofort die Musikrichtung Rockschlager. Also, Henning polarisiert auch aktuell wie gewohnt. Und das macht ihn doch aus. Er selbst ist sich sicher, mit dem Konzept bei seinen Fans zu punkten. Und es wird natürlich noch viel passieren in diesem Jahr. Nicht nur ein geiles neues Album. Wir haben so ein bisschen den Schlager verändert. Mal schauen, wie es ankommt. Ich denke gut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Dazu kommt noch eine Herbst-Winter-Tournee mit Band durch Deutschland. Freue mich sehr drauf. Der Pilot startet am 12.04. in der Zeche Bochum. Freue mich dort, die Schlager-Rock-Tournee zu beginnen. Und ansonsten sehen wir uns auf ganz vielen Veranstaltungen, deutschlandweit, österreichweit. Ich habe sehr viel Spaß dran, also es wird ein interessantes Jahr. Also dann, Olaf, let's rock the Schlager.